Oheyo, wie schön, dass du da bist. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag und freue mich, dass du wieder Zeit findest, meinen Worten zu lauschen. Heute Morgen wurde ich wach und hatte tausend Gedanken im Kopf, Bilder und alles Mögliche und alles so unterschiedliche Strömungen. Ich habe gut geschlafen und habe auch wundervolle Träume gehabt. War ganz entspannt. Und dennoch war da genau das. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn das? Wer zum Himmel nochmal spricht und plappert da die ganze Zeit? Wer sendet da die ganze Zeit? Was sendet da die ganze Zeit? Und habe so nach innen gelauscht und dann sagt deine Stimme, Gott. Gott, dachte ich. Das soll Gott sein? Dann habe ich meine Augen geschlossen, habe über mein drittes Auge geschaut und sah dann all die Menschen, mit denen ich interagiere. Ich sah das Telefon, die Termine, die Medien. Also alles, was man sich so vorstellen kann, alles, was so gerade drumherum ist, außerhalb meiner selbst, meines wahren Selbst. Und da musste ich schmunzeln und dachte, Gott, so. Aber letzten Endes ja, alles ist erschaffen. Aber entspricht es unserer wahren Natur, unserem wahren Sein? Oder drückt es nur den ja, unendlich starken und unruhigen Geist, den Zeitgeist aus? Das doch wohl eher. Und auch das ist eine göttliche Schöpfung, denn wir erschaffen alles selbst. Und dann habe ich so weitergedacht. Also in Ruhe und auch in Freude. Und habe so an die Medizinräder, die ich in den letzten Tagen immer wieder geöffnet habe, für mich oder aber auch für andere, gedacht. Und in einem, was ich für mich selbst blind geöffnet hatte, wo wir in der Gemeinschaft gereist sind und keiner wusste, wer für wen reist, weil wir Zettel verteilt hatten. Und dann war ich dann für mich selber unterwegs. Und es war eine unglaublich schöne und auch göttliche Erfahrung. Ich war so beseelt und so glückselig von dem, was ich gesehen habe und gefühlt habe und gespürt habe. Ja, und dann habe ich mich selber darin gespürt, ohne es bewusst zu wissen. Aber da kam auch die Information Trommel, 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 Trommel. Nutze jede Gelegenheit, um dich einfach hinzusetzen und zu trommeln. Du brauchst noch nicht meine Absicht, sondern einfach nur das Bedürfnis oder den Wunsch, der Schwingung zu lauschen, dem Klang zu lauschen und auch die Trommel einmal aus sich selbst heraus wirken zu lassen. Denn die Trommel ist kein Instrument, sie ist ein lebendiges Wesen. Die Trommel erinnert uns an den, oder sie stimmt uns sogar, sie stimmt uns ein auf den Rhythmus, auf den Herzschlag des Universums, der großen Mutter und der Schöpfung. Ihr Rahmen verbindet uns mit den Bäumen und mit dem Holz, mit der Natur, mit den Wurzeln. Ja, und die nutzen wir ja auch teilweise, um in andere Welten zu reisen. Wir nutzen zum Beispiel den Baum der großen Mutter, um über die Wurzeln, über den Stamm nach unten in die unteren Welten zu reisen oder über die Äste hinauf in die oberen Welten zu reisen. Ja, und innerhalb des Stammes reisen wir in die mittlere Welt. Und das Fell der Trommel verbindet uns dann mit den Kräften und Mächten des Tierreichs. Und im Tierreich ist noch diese Einheit, noch dieses Ich bin, weil du bist. Es gibt eine ganz andere Ordnung in der Natur als die, die wir uns hier so erschaffen haben, die unser Geist uns erschaffen hat.
Die Trommel, wenn du beginnst, das Instrument zu schlagen oder dieses Wesen zu schlagen, ja, dann wirst du manchmal auch an die Macht und die Kraft des Donners erinnerst, an das Grollen, an ein Erdbeben. Und manchmal gehst du in einen tiefen Zustand der Trance und fühlst dich sanft eingehüllt in die Frequenz der Trommel. Und dann geschieht Heilung auf viele verschiedene Arten und Weisen. Aber auch Visionen sind möglich. Ja, du steigst mit dem Adler auf, du siehst das große Ganze, du siehst das Geschehen nicht nur aus einer Perspektive, sondern du kannst alles überblicken, alles wahrnehmen. Und es braucht natürlich ein bisschen Übung oder ja, vielleicht auch manchmal noch eine Erinnerung an das, wie funktioniert denn das? Was muss ich tun, damit das auch bei mir oder mit mir geschieht? Und dafür gibt es natürlich Teachings. Dafür gibt es Menschen und Schamanen, die, ja, die ihren Meister darin machen, die immer wieder eintauchen und immer wieder neu erfahren und neu erleben. Aber das Schöne bei der Trommel ist, es gibt auch eine ganz einfache Erklärung, warum sie so viel in uns bewegt. Dieser Rhythmus, diese Schwingung, dieser Klang, der entsteht, ist eine Art Magnetismus. Ja, es entsteht ein Magnetismus über die Trommel. Und wir haben in unserem Blut Eisen. Und wir wissen, was Eisen und das Magnet miteinander tun. Die haben eine sehr starke Anziehungskraft. Wenn wir also beginnen zu trommeln, dann fangen alle Blutplättchen in uns an zu tanzen. Alles wird durcheinander gewirbelt, wie in einer Schneekugel. So kannst du dir das vorstellen. Das macht natürlich Luft überall in allen Zellen und allen Räumen. Und die Natur der Dinge ist, dass wenn wieder Ruhe eintritt, dass sich alles neu ordnet. Und das brauchen wir manchmal, diese innere Neuordnung. Ja. Und so tanzt unser Körper, Seele, Geist System mit dem Klang der Trommel. Für dich ist es wichtig, dass du dich erinnerst, ja, weil die Trommel erinnert dich natürlich auch an den Ursprung. Dass es jetzt, ja, dass sie dich aufruft, dass die Trommel dich aufruft, dich und mich aufruft, einen weiteren Schritt, einen wagemutigen Schritt auf deiner Reise anzuregen. Und die Trommel zeigt dir natürlich auch, dass die Kräfte des Himmels und der Erde hinter dir stehen. Sie werden dich unterstützen, mühelos die Schritte deiner Bestimmung zu gehen. Jetzt ist nicht die Zeit, gegen den Strom zu schwimmen. Lass dich lieber dorthin bringen, wo du wirklich, wo deine Seele wirklich hin will. Weil du hast einen Grund, warum du auf diesem Planeten bist. Und sicherlich nicht den, von morgens bis abends zu wirken und zu arbeiten, zu denken, zu machen und zu tun. Sondern es geht auch darum, das Leben, oder es geht vor allen Dingen darum, das Leben auch zu genießen. Dieses Streben nach mehr, diese Gier nach mehr, macht uns nicht glücklich, sondern abhängig. Abhängig. Mach dir klar, dass du in keine Schublade zu stecken bist. Dass du deine ganz eigenen Talente, deine ganz eigenen Gaben hast. Und vielleicht hast du auch das Gefühl, nicht in eine Beziehung zu passen, ja? Vielleicht nur in eine, die dir nicht entspricht. Finde zunächst einmal deinen eigenen Rhythmus. Reagiere auf den Herzschlag der Trommel. Weil wenn du jetzt versuchst, beim Alten zu bleiben, wenn du jetzt versuchst, das Alte aufrechtzuerhalten oder wiederzubekommen, wiederzuerlangen, dann wird der Preis, den du zahlen wirst, hoch sein und der wird von Tag zu Tag höher. Also beweg dich jetzt los, mach dich auf, werd wach. Steig auf mit dem Adler und schau nach deinen Visionen und dann richte deinen Fokus genau darauf und lass dich nicht ablenken von allem drumherum. Und das war das, um darauf zurückzukommen, was ich heute Morgen wahrgenommen habe.
all die Stimmen, all die Fragen, all die Menschen, die im Moment auch teilweise orientierungslos sind. Nicht genau wissen, wo die Reise hingeht und was sie noch tun können. Ganz viele sind schon auf dem Weg. Wir sind viele. Wir sind die 99%. Wir sind die 99%. Wir sind Menschen. Gefangen in einem Körper, in einer Verkörperung. Aber nur, solange wir nicht wissen, dass wir wirklich frei sein können und mit dem Schlag der Trommel zum Beispiel aufsteigen können in die Freiheit wie der Adler in die Luft. Und dann siehst du Möglichkeiten. Möglichkeiten, die du mit dem normalen Alltagsbewusstsein nur schwer wahrnehmen kannst. Und das ist die Kunst des Trommelns und des Schamanismus. Du gehst in eine andere Wirklichkeit, in eine andere Realität, um dich hier von dieser Schwerkraft und all dem, was quasi so etwas in eine Form oder in eine Schublade steckt, herauszutreten. Um das größere Ganze zu überblicken. Und das ist auch das, was wir in den Shamanic Dream Teachings machen. Es findet übrigens jetzt im August und im September jeweils ein Schnuppertag statt. Am 21.8. und ich glaube am 11.9. Und es gibt noch ein paar Plätze. Dort werden wir auch miteinander trommeln, das Medizinrad öffnen und eine schamanische Reise erfahren und gleichsam aber auch schamanische Heilpraktiken und Heilkünste kennenlernen, die uns dann helfen, das, wo es hakt, ja, zu befreien. Ich werde mal vielleicht auch unten in der Infobox kurz was verlinken. Aber ansonsten findest du die Informationen auf der dreamsociety-europe.de. Wenn du eine Trommel hast, dann trommle, dann sei frei. Am 8.8. zum Beispiel verbindet sich die Welt. Alle Trommler dieser Welt, die zumindest diesen Ruf vernehmen, finden sich am 8.8. um 11.11 Uhr zusammen. Jeder dort, wo er gerade ist und manche auch in einem Kreis von Gleichgesinnten. Und alle trommeln. Alle trommeln für die Welt, für ein Gleichgewicht, für die Liebe, für den großen Geist. Möge alles zum höchsten Wohle geschehen, und wenn sich Menschen, Wesen, Seelen auf diese Weise verbinden, dann tragen sie durch den Schlag des Donners der Trommel, ja, die Informationen rauf zum großen Geist. Und der große Geist wird reagieren. Er wird die Gebete deutlicher vernehmen. Und zu beten bedeutet nicht zu betteln, dass das klar ist. Beten bedeutet, ich lege mein Gebet in Gottes Hände oder in die Hände des Göttlichen. Ja. Und wenn der Geist so plappert, dann ist es schwer möglich. Deshalb braucht es einen anderen Weg. In dem Sinne wünsche ich dir und allen einen gesegneten Tag und freue mich über ein Like, einen Kommentar oder auch das Teilen dieses Videos. Denn durch das Teilen wird natürlich die Botschaft auch weiter um die Welt getragen. Und da freue ich mich. Und ich danke dir. Aho.